Musikproduktion. Ein Produktionsbeispiel: Otto de Seltsam kennt sie Video. Der Künstler kam mit einer banal fertigen Komposition zu mir. Die harmonische Struktur und die dazugehörige Gesangsmelodie standen schon fest. Außerdem war der Text fast vollständig ausgearbeitet. Meine Aufgabe lautete, den Titel zu produzieren, aufzunehmen, zu arrangieren, zu mischen und zu mastern. Im ersten Schritt nahm ich eine Demo-Version auf. Der Künstler spielte die Harmonien auf einer akustischen Gitarre und sang dazu quasi live. Auf meinen Wunsch hin tat er dies zu einem Metronom, das ich zuvor eingerichtet hatte. Dazu verwendete ich ein Drum-Plugin, It's Drummer, mit dem ich einen einfachen Rhythmus programmierte. Die Bassdrum setzte ich auf 1 und 3 und die Snare-Drum auf die 2 und 4. Hinzu kam eine Hi-Hat in Achtelnoten, wobei die Doppelbeats etwas lauter sein sollten als die Offbeats dazwischen. Der Rhythmus sollte ganz gerade sein, keine Synkopen, eben nur ein besserer Klick. Zu diesem Rhythmus ließ ich den Musiker spielen. Wichtig war, schon zu diesem Zeitpunkt das Tempo für den Song zu bestimmen. Da das Demo als Grundlage für das Arrangement des auszuarbeitenden Titels dienen sollte, wäre eine spätere Änderung des Tempos relativ aufwendig gewesen. Es ist zwar möglich, auch eine Audiospur im Tempo umrechnen zu lassen, aber je nach Art des Instruments entstehen dabei hörbare Artefakte. Hätten wir uns während der Produktion für ein anderes Tempo entschieden, hätten also alle bis dahin eingespielten Instrumente neu eingespielt werden müssen. Maßgeblich für das Tempo war der Gesang. Vor allem der Refrain sollte weder gehetzt noch lahm klingen. Nach mehreren Versuchen entschieden wir uns für 68 BPM, Beats per Minute. Guide-Spuren, Gesang und akustische Gitarre. Zur Aufnahme verwendete ich ein Rode K2 Gesangsmikrofon mit Röhrentechnik und ein Rode NT55 mit Nierenkapsel, zur Aufnahme der akustischen Gitarre. Da ich schon mehrfach erlebt hatte, dass am Ende einer Produktion entschieden wurde, die Demo-Gesangsspur zumindest in manchen Ausschnitten im Endprodukt zu nutzen, verwendete ich große Sorgfalt auf die Aufnahme der Stimme. Dazu gehörten die korrekte Ausrichtung der Mikrofone und die richtige Positionierung des Popschutzes zwischen dem Mikro und dem Sänger. Als Aufnahmeformat wählte ich eine Sample-Rate von 44,1 kHz, Haustakt, mit einer Auflösung von 24 Bit. Ich nehme Gesang grundsätzlich ohne jeglichen Filter, ohne Kompressor oder Limiter auf. Mit einer Auflösung von 24 Bit kann ich mir einen großzügigen Headroom von ca. 10 dB leisten, um bei eventuellen Überraschungen, Pegelspitzen, keine Übersteuerung zu riskieren. Umgehung der Latenz: Da ich bei einer Live-Aufnahme keinerlei Latenz wahrnehmen möchte, splitte ich das Mikrofonsignal. Mein Mikrofonvorverstärker, Focusrite ISA-1, besitzt einen digitalen und einen analogen Ausgang. Der digitale Ausgang ist mit einem S-Tiefeingang meiner Audiokarte, DigiDesign D003, verbunden. Den analogen Ausgang des Vorverstärkers schließe ich an mein Mischpult an. An diesem Mischpult ist auch ein Ausgang der Audiokarte angeschlossen, über den der Rhythmus zu hören sein wird. Außerdem ist über einen AUX-Send ein Effektgerät angeschlossen. Der Sänger wünschte sich, etwas Reverb auf der Stimme zu hören. Mit meinem Setup kann ich am Pult die Lautstärkeverhältnisse von Beat und Stimme sowie den Effektanteil des Halls regeln, ohne dabei den Aufnahmepegel der Stimme berücksichtigen zu müssen. Ich möchte unbedingt vermeiden, das aufzunehmende Signal durch den Rechner hören zu müssen. Auch kleinste Verzögerungen zwischen dem wiedergegebenen Signal und der Aufnahme können dazu führen, dass der Sänger CSOS Gulden CO UGS XYG CSYXLCG ECGYAUKAOKCO definitiv nicht exakt auf dem Beat singen. Das Signal der Gitarre nahm ich sozusagen ungehört auf. Hierfür verwendete ich einen weiteren Kanal meines analogen Mischpults und leitete das Signal über einen anderen Bus zur Audiokarte des Rechners. Da die Gitarre auch über das Gesangsmikrofon gut hörbar sein würde, benötigte ich hierbei kein zusätzliches Monitoring. Nach mehreren Aufnahmen hörten wir die drei letzten Versionen gemeinsam an.
Zum Abhören rücke ich die aufgezeichneten Ticks in meiner DAW auf extra dafür vorkonfigurierte Spuren. Ich habe mir angewöhnt, in jeden Wiedergabekanal einen Equalizer und einen Kompressor einzuschleifen. Um den Sound beim Abhören etwas zu optimieren, regelte ich sowohl für die Gitarre als auch für den Gesang beim Kompressor die Ratio auf 4:1 bei einem Threshold von ca. 8 dBFS und gab über einen Bus etwas Reverb hinzu. Wir entschieden uns schließlich nach mehrfachem Anhören für die zuletzt aufgenommene Version. Aufnahme des Basses mit dem Demo ließ mich der Künstler nun einige Tage allein arbeiten. Als nächsten Schritt wollte ich einen Bass einspielen. Ich ging dabei nicht davon aus, dass es eine endgültige Aufnahme sein würde, sondern er sollte zunächst eine Grundlage für den Gesamtklang geben. Der Bass untermauerte die harmonische Struktur und vervollständigte das Klangbild. Am Ende des Produktionsprozesses, wenn alle Feinheiten ausgearbeitet sind, sollte der Bass noch einmal exakt mit allen harmonischen und rhythmischen Feinheiten aufgenommen werden. Obwohl ich den Bass zunächst von Hand mit meinem Musicman einspielte, entschied ich mich im späteren Verlauf der Produktion für einen Synthesizer, Zygi 6 GG Slug C Golden GG Golden E2ZG Plugins. Dieser Sound klingt für sich relativ unspektakulär, er funktionierte aber hervorragend im Zusammenspiel mit dem später arrangierten Piano. Aufnahme der ersten Gitarren. Als nächstes schnallte ich mir meine Gitarre um und begann zu spielen. Da mir durch den Bass, den Gesang und die akustische Gitarre die Betonung auf den schweren Taktzeiten 1 und 3 zu stark erschien, arbeitete ich eine kleine Arpeggio 6 Sutz CZ Golden GS GG Zyklico GSG Golden G6 Sutz YCSCSS mehreren Signalen gleichzeitig auf. Das war erstens das Original Stratocaster Signal meiner Gitarre, verstärkt über einen Engl-Amp und eine 4x12 Marshall-Box. Die Box stand dabei im Aufnahmeraum, sodass ich nur das mikrofonierte Signal über das analoge Mischpult hörte und komfortabel über einen Stereobus, verbunden mit der Audiokarte des Rechners, aufnehmen konnte. Einen Lautsprecher der Box nahm ich mit einem Shure SeeMeilen 57 auf, für den zweiten Lautsprecher nahm ich ein RDN D1 Mikrofon. Beide Mikros waren so positioniert, dass sie sich im exakt gleichen Abstand zu den Lautsprechern befanden, um Phasenprobleme zu vermeiden. Die beiden Mikrosignale positionierte ich ganz links und rechts außen, um auf diese Weise ein echtes Stereosignal zu erhalten. Das zweite Stereosignal erzeugte mein Gitarrenprozessor Roland VG99. Meine Gitarre besitzt einen zusätzlichen Roland GK3 Pickup, über den das VG99 angesteuert wird. Ich entschied mich für einen glockenartigen Synthesizer-Sound. Da die VG99-Sounds nicht über MIDI ansteuerbar sind, war die Wahl dieses Sounds verbindlich. Es ist nicht möglich, ihn im Nachhinein zu ändern. Das dritte Signal, das ich aufnahm, war ein MIDI-Signal, das der GK3 ausgab. Mit diesem MIDI-Signal würde ich später jeden beliebigen Synthesizer-Sound der DAW ansteuern können. Dieses Signal ließ ich bei der Aufnahme ungehört, allein schon weil die MIDI-Latenz riesig war. Kalboards auf der Suche nach einem schönen Flächensound durchforste ich häufig diverse Software-Synthesizer-Bänke in Logic und in meiner Native Instruments-Datenbank. Ich wählte in diesem Fall einen weichen Flächensound aus dem Pro 53 PWM Strings, der einen langsam aufgehenden Resonanzfilter enthält. Der Filter gefiel mir, weil auch er die Aufmerksamkeit auf die unbetonten Taktzeiten lenkt. Um den Flächensound noch etwas luftiger zu gestalten, verwendete ich im Kanalzug den Spreader, ein Modulationseffekt aus dem Logic Sortiment. Mit dem Logic Equalizer im Kanalzug hob ich 3,5 kHz und 10 kHz um jeweils 2 dB an. Da mir dieser Sound allein etwas zu schwach erschien, suchte ich nun einen weiteren Flächensound als Ergänzung, vor allem für den unteren Frequenzbereich. Ich fand ihn im Korg M50. Dieses Instrument dient mir in erster Linie als Keyboard-Tastatur. Hin und wieder findet sich aber auch dort ein schöner Atmosound oder ein Pianoklang. Ich kopierte die MIDI-Daten auf eine Spur, von der aus ich den Korg angesteuerte.
Mit einem Sound üge Gulden 6 OZGCGI Züg 6 GSGs Kug Ojazio ebenfalls mit dem Kork spielte ich ein einfaches Piano ein. Mit diesem Stereo-Konzert-Piano-Sound unterstütze ich die Grundharmonien. Ich spielte die Harmonien in den Sequencer und editierte danach meine Spielfehler. Den Piano-Sound und den Flutterpad-Sound aus dem Kork überspielte ich als Stereo-Audio-Files in die DAW, damit ich im internen Mixer Zugriff darauf hatte. Das war aber erst ab dem Moment sinnvoll, an dem ich absolute Klarheit über das Arrangement des Titels erlangt hatte. Mein nächstes Thema lautete jetzt: Verfeinerung der Drums. Zu meinen Lieblingswerkzeugen gehört die Stylus Drum Software. Da deren Low-Ops sehr prägnant und wiedererkennbar sind, vermeide ich es, den Hauptrhythmus eines Titels auf einem Stylus Groove aufzubauen. Ich verwende den Stylus in diesem Fall nur, um kleine perkussive Bewegungen zu generieren. Mit einem Equalizer filterte ich die tieffrequenten Anteile heraus, um Überlagerungen mit Bass und Bassdrum zu vermeiden. Außerdem nahm ich einige Veränderungen in der Original-MIDI-Programmierung vor, sodass der verwendete Low-Op nicht zu statisch wirkte. Für den Hauptrhythmus des Stücks verwendete ich den EDS-Drummer. Dieses Programm stellt nicht nur sehr gute Samples mehrerer Drumkits zur Verfügung, sondern es bietet auch eine Reihe von MIDI-Files, die verschiedene Rhythmen beinhalten. Ich entschied mich für einen Groove, der in mehreren Variationen vorhanden war. Für Strophe und Refrains verwendete ich Files mit unterschiedlich offen gespielter Hi-Hat. Da mir in dem Original-MIDI-File für die Strophe die Bassdrum zu unruhig war, löschte ich einige einzelne Schläge. Mit dem internen Mischpult vom EDS-Drummer wählte ich das richtige Lautstärkeverhältnis zwischen Bassdrum, Snare-Drum, Hi-Hat und den Toms und experimentierte mit der Lautstärke des zusätzlichen, virtuellen, Raummikrofons. Diese Lautstärkeverhältnisse veränderte ich im Laufe der weiteren Produktion noch einige Male. Für den Refrain und das Gitarrensolo programmierte ich zwei zusätzliche Stylus-Low-Ops, um die einzelnen musikalischen Abschnitte voneinander abzugrenzen. Das Stylus-Plugin setzte ich außerdem ein, um eine Einzelspur mit Crashbecken und eine Spur mit einer zusätzlichen Hi-Hat für die Bridge einzurichten. Akustische Gitarren. Da die ursprüngliche Version des Titels mit nur einer Western-Gitarre und einer Stimme sehr gut funktionierte, wollte ich im Arrangement auf einen akustischen Gitarrensund mit Stahlsaiten nicht verzichten. Ich wählte den einfachen Weg, ließ die Mikrofone im Schrank und nahm ausschließlich das Direktsignal des Piezo-Pickups meiner Western-Gitarre über das Mischpult auf. Das Playback lasse ich üblicherweise bei der Aufnahme über die Studiomonitore relativ leise ablaufen, die akustische Gitarre höre ich auch ohne Kopfhörer. Die wichtigste Grundregel bei Rhythmusgitarrenarrangements OZGISES AGU, U Gulden UG GSES GSGSSS Gulden ESGSC Gulden SGCO OGGZ fest und spielte die Gitarre zweimal möglichst identisch ein. E-Gitarren in der Strophe. Da mir die bereits aufgenommenen Gitarren mit der kleinen Figur noch nicht kräftig genug erschienen, spielte ich für die Strophen mit einer Strat- und angezerrtem Sound eine weitere Rhythmusgitarre ein, auch diese wurde natürlich gedoppelt. Gitarre im Refrain. Für den Refrain stellte ich mir eine relativ stark verzerrte Gitarre vor, die im Hintergrund einen flächenähnlichen Sound geben sollte. Dafür drehte ich den Engelvorverstärker ziemlich weit auf und spielte mit einer PRS mit Humbucker Pickups die Akkorde für den Refrain ein. Selbstverständlich war auch hier wieder das Doppeln Pflicht. Gitarrensolo. C Gulden Si Gulden As Gu G Gulden 7 S C G Gulden U Gulden S Gulden S G Züg Uz Gulden U U G Z Z U G S 1 S spielte den Part einige Male, um eine Anfangsmelodie zu komponieren. Nach diesem arrangierten Teil sollte ein improvisierter Part folgen, der bei jedem Versuch einen unterschiedlichen Verlauf nahm. Den Schlussteil des Solos komponierte ich wieder, um einen definierten Ausklang zu erhalten. Nach einer guten Stunde und drei Bier war das Solo mit nur einem einzigen Schnitt im Kasten. Gesangsaufnahme. Jetzt war es an der Zeit, mit dem Arrangement zufrieden war und die wichtigsten Sounds an ihrem Platz waren, wurde der Künstler wieder eingebunden. Zu meiner Freude gab es eine große Übereinstimmung und nur kleine Änderungswünsche hinsichtlich des Arrangements.
Jetzt war es an der Zeit, den Gesang aufzunehmen. Bei einer Gesangsaufnahme habe ich auf zwei wesentliche Dinge zu achten. Erstens, der Sänger sollte sich unbedingt wohl in der Aufnahmeumgebung fühlen. Dazu gehört die richtige Raumtemperatur, die Bereitstellung der richtigen Getränke und vor allem der perfekte Sound im Kopfhörer. Dieser Sound ist nicht zwangsläufig der perfekte Mixtopf, sondern der Stimmensound sollte verhältnismäßig laut hörbar sein. Zweitens, meine Aufgabe ist es, Übersteuerungen auf jeden Fall zu vermeiden. Digitales Clipping ist ärgerlich und irreversibel. Bei einer Auflösung von 24 Bit ist es überhaupt kein Problem, ein unterpegeltes Signal aufzunehmen. Etwas umständlich ist es Golden GC Golden AGC Golden GSG GG CH GC einzelne Gesangspassagen. Da wir bei der Aufnahme, wie beschrieben, den eigentlichen Aufnahmekanal in Logic stumm geschaltet hatten, war es notwendig, die eben entstandene Aufnahme auf eine Wiedergabespur zu schieben, sie hörbar zu machen. Zum Droppen muss bei der Aufnahme eine direkte Abhörmöglichkeit geschaffen werden. Es ist zu kontrollieren, was man aufgenommen hat, und es ist festzulegen, an welcher Stelle genau es notwendig ist, in die Aufnahme neu einzusteigen. Um zu wissen, wo wir uns in der Aufnahme befanden, legte ich mir den Text zur Seite und schrieb die Timecode-Zeiten bzw. die Takte an einige Textzeilen. Wir nahmen mehrere Versionen des Liedgesangs auf, um genügend Material zur Auswahl zu haben. Bei diesem Titel war die Auswahl überschaubar, da es keine Chorstimmen oder Doppelungen gab. Die ausgewählten Passagen markierte ich mit gleicher Farbe. Arrangement und Philosophie: Jeder Produzent hat seine eigene Philosophie. Mein vorrangiges Ziel ist es, den Zuhörer bis zum Schluss des Titels zu fesseln. Dazu bemühe ich mich, den Ablauf eines Titels in ständiger Bewegung zu halten. Die zweite Strophe sollte etwas anders arrangiert sein als die erste. Entsprechendes gilt für die Refrains. Das erreiche ich, indem einige Elemente nur ein einziges Mal zu hören sind. Oder ich ändere die Zusammensetzung der Instrumente. Bei diesem Titel variierte ich das Zusammenspiel von akustischer Gitarre und E-Gitarre mit dem Roland VG99 Sound sowie dem Synthesizer mit dem Resonanzfilter. Mit Heilräumen bringe ich Dreidimensionalität in den Sound. Gerade Balladen bieten Platz für eine schöne Tiefenstaffelung der verschiedenen Sounds. In diesem Fall mischte ich beispielsweise reichlich Reverb zu den verzerrten Gitarren, um sie in die Tiefe des Gesamtklangs zu bringen. Mixdown. Nachdem alle Aufnahmen abgeschlossen waren, folgte der Mixdown des Titels. Obwohl, wie so häufig im Laufe der Produktion, schon einige Vorarbeiten geleistet worden waren, war es bei diesem Mix notwendig, sich mit dem Sound jedes einzelnen Instruments noch einmal dezidiert zu beschäftigen. Grundsätzlich verteile ich alle existierenden Spuren auf verschiedene Subgruppen. Den Ausgang dieser Subgruppen route ich auf die Mastersumme. In diesem Fall richtete ich eine Gruppe für die Drums ein, eine für die akustischen Gitarren, eine für die E-Gitarren, eine für alle Synthesizer-Sounds, eine für den Liedgesang und eine für den Bass, was nicht immer zwingend notwendig ist, das neue Tonstudio da er meist nur aus einer Spur besteht. Durch diese Aufteilung schaffe ich mir die Möglichkeit, jede Gruppe mit einem einzigen Fader in der Lautstärke zu kontrollieren, und ich habe die Option, mit einem Equalizer den Gesamtton der Gruppe noch etwas zu verändern. Das EdStreamer-Plugin beinhaltet ein eigenes Mischpult. Damit kann ich Einfluss auf das Lautstärkeverhältnis von Bassdrum, Snare-Drum, Hi-Hat, Toms und Becken legen. Außerdem gibt es ein zusätzliches Stereo-Raum-Mikro, das ich hinzumischen kann. Leider bietet dieses Pult nicht die Möglichkeit, die einzelnen Instrumente separat zu filtern oder einen externen Effekt hinzuzumischen. Das Verhältnis von Bassdrum und Snare-Drum gehört zu den Einstellungen, die ich sehr häufig im Mix verändere, bis ich die perfekte Einstellung gefunden habe. Für diesen Mix hob ich im Kanalzug des EdStreamer 75 Hertz um 2 dB an, um die tiefen Frequenzen der Bassdrum etwas zu unterstützen. Außerdem senkte ich mit einem Shelf Equalizer 10 kHz um 3 dB ab, da mir die Hi-Hat und die Becken etwas zu scharf waren.
Bei den Loops der 3 Stylus Plugins reduzierte ich die tiefen Frequenzen unterhalb von 75 Hz mit einer Shelf EQ, um tieffrequente Überlagerungen mit der Bassdrum zu vermeiden. Der Bass-Synthesizer klang für sich unauffällig. Er doppelte praktisch die linke Hand des Pianisten. Ich komprimierte ihn mit einer Ratio von 2:1, etwa um 4 dB. Mein nächstes Thema waren die akustischen Gitarren. Ich hörte beide zusammen solo ab und prüfte, ob es Störgeräusche und Asynchronitäten gab. Ich bin kein Fan von perfektionistischer Präzision, daher lasse ich kleine Ungenauigkeiten durchaus unbearbeitet. Mir ist es lieber, wenn es etwas klappert, als dass es tot quantisiert wird. Aber das ist sicher auch eine Frage des Musikstils. Anstellen, die jedoch große Differenzen in der Phrasierung aufwiesen, oder bei kleinen Verspielern griff ich ein, indem ich den gleichen CCZ Golden Zyg zu GGUGG Golden SQ Golden CGSG Lut Golden GUASGG akustische Gitarren sollten auf jeden Fall komprimiert werden, um sie präsent werden zu lassen. Bei diesem Titel sind sie ein tragendes Element des Rhythmus. Mit der Kompressionsrate bin ich vorsichtig. Gern hätte ich dort etwas kräftiger eingegriffen. Durch die transienten, schnelle Attacks der akustischen Gitarren macht sich aber eine Überkompression leider sehr schnell mit einem pumpenden Sound bemerkbar. Die E-Gitarre benötigte nur wenig Bearbeitung. Ich komprimierte sie nur etwas und senkte mit einem Equalizer 200 Hz breitbandig um 2 dB ab. Außerdem installierte ich einen Reverb in einem Buskanal. Dies würde mein Bus 1 sein. Damit konnte ich nun, zumindest theoretisch, mit dem Bus Send 1 jeden Kanalzug etwas Heilanteil hinzufügen. Ich verwendete einen Plata-Reverb mit 1,7 Sekunden Länge aus dem Logic Space Designer. Platas besitzen die schöne Eigenschaft, einen Sound nur sehr wenig einzufärben. Das Gitarrensolo komprimierte ich beherzt mit einer Ratio von 4:1 und einem Threshold von 14 dB, da ein paar unschöne Resonanzen bei 200 Hz zu beseitigen waren. Nach einiger Abwägung entschied ich mich gegen meinen Lieblingsbreitmacher, den Spreader. Stattdessen fügte ich reichlich Reverb und ein kräftiges Stereo-Delay hinzu. Bei den Synthesizern und dem Piano gab es nur wenig zu tun. Abgesehen von dem Spreader auf dem Pro 53 beließ ich die Synthesizer und das Piano original und wendete nur eine vorsichtige Komprimierung an. Der Reverb für das Piano ist obligatorisch. Danach war es an der Zeit, sich ausgiebig mit dem Lead-Gesang zu beschäftigen. Zunächst hörte ich die Spur einmal komplett durch und achtete auf Störgeräusche und die korrekten Übergänge zwischen den einzelnen Takes. Überflüssiges beseitigte ich mit der Mute-Automation. Außerdem überprüfte ich nochmals, ob in jedem Paar der richtige Take ausgewählt war. Zur Klangbearbeitung der Stimme verwendete ich den Gliss Equalizer von Foxengo, den Fairchild-Kompressor von UART, und am Ende der Bearbeitungskette schaltete ich den Elefant-Limiter von Foxengo hinzu, um die Stimme richtig im Vordergrund zu positionieren. Mit dem Gliss Equalizer hob ich 8000 Hz breitbandig um 1 dB an. Mit dem Fairchild komprimierte ich die Stimme etwa um 4 bis 6 dB. Die Einstellung für den Limiter würde ich im Ablauf der Mixdown-Session mehrfach ändern. Ich suchte den besten Kompromiss zwischen der richtigen Lautheit und der notwendigen Dynamik. Fein abgleichen nun hatte ich nur noch die einzelnen Instrumente und die Stimme in das richtige Verhältnis zu setzen. Nach meiner Vorstellung hat jedes Instrument seinen Auftritt, um sich dann wieder in den Gesamtklang einzufügen. Jedes Instrument erhält einen zugewiesenen Platz im Gesamtklang. Die Feinarbeit am Gesamtarrangement dauerte bei diesem Titel mindestens noch einmal so lange wie der bisherige Mixdown der einzelnen Spuren. Allein die Hüllkurvenprogrammierung des Korkflächensinds beschäftigte mich eine ganze Weile. Der dynamische Verlauf dieses Sounds schafft eine schöne Atmosphäre durch sein Kommen und Gehen. So ist er beispielsweise zu Beginn der ersten Strophe ganz aus, um sich danach leise wieder aufzubauen. Die Rhythmusgitarren kommen erstmalig in der zweiten Strophe ins Bild. Ich höre grundsätzlich über verschiedene Monitorsysteme ab und höre den Mix auch vom Flur aus mit geöffneter Studiotür.
Ich vergleiche zusätzlich ähnliche Songs anderer Interpreten. Irgendwann habe ich dann das Gefühl, dass alles getan ist. Mastering. Ich zwang mich, ein paar Tage Abstand zu dem Titel zu bekommen, hörte ihn nach Beendigung des Mixdowns fast eine Woche lang nicht. Als ich mich dem Song wieder näherte, um ihn zu mastern, war ich froh, dass ich kein Bedürfnis spürte, nochmals in den Mix einzugreifen. Alles schien okay zu sein. In der Mastering-Session perfektionierte ich den Gesamtsound mit kleinen Edits. Ich ließ den Titel über meine Studerbandmaschine laufen, gab mit einem Avalon EQ ein klein wenig Höhen ab 10.000 Hertz hinzu und limitierte den Gesamtsound, soweit es notwendig war, um eine angemessene Lautheit zu erhalten. Der Sound der Bandmaschine unterstützt den analogen Klangcharakter, den ich mir für diesen Titel vorstellte, und er schafft eine schöne Tiefenstaffelung, vor allem im unteren Frequenzbereich. Ich masterte eine Vocal-Up- und eine Vocal-Down-Version, um dem Künstler zwei Optionen für seine Gesangslautstärke zu bieten. Die letzte Tat war das Mastering des Playbacks. Vielleicht würde es für einen Live-Auftritt oder für die erneute Produktion des Titels in englischer Sprache benötigt. Am folgenden Tag freute ich mich über das Lächeln im Gesicht meines Kunden.